Würden Sie sagen, die derzeitige wirtschaftliche Lage ist für die Industrie, für die Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand gefährlich? Die wirtschaftliche Lage generell, sowohl jetzt in der Gegenwart als auch für die Zukunft, ist sehr, sehr angespannt. Ich möchte sagen, es wird für viele Unternehmen irgendwann mal den Exitus geben, aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich die Zulieferung von Rohstoffen, Rohstoffen aller Art. Das geht also von den Holzpaletten für den Versand, wo die Nägel fehlten, bis hin zu den Chemikalien. Und Chemikalien werden in allen Wirtschaftsbereichen erforderlich sein. Das geht weiterhin bei der extremen Personalnot, die wir haben. Wir kriegen keine Mitarbeiter mehr. Und wenn wir Mitarbeiter finden, dann ist es niedrigste Qualität, aber mit dem höchsten Gehaltsanspruch. Das ist ein Riesenproblem. Und dann natürlich sind uns durch Russlandkrieg und andere Dinge sind uns wichtige Märkte weggefallen. Allein jetzt für unsere Firma. Russland und Ukraine machen ungefähr 15% unseres Umsatzes aus. Und der ist tot, der ist weg. Ja? Aber wir haben auf der anderen Seite Lohnforderungen und müssen Lohnerhöhungen durchführen in der Höhe von 10 bis 15%. Sonst laufen uns die letzten Mitarbeiter auch noch weg.